Bürgermeister von Berlin, Klaus Overath. Ja, Berlin, die Stadt der Touristen, die Stadt der Besucher, der Magnet in Europa. Das heißt natürlich auch, der Datenboom wird durch Berlin kommen, denn die Besucher schauen sich letztendlich die Stadt an. Sie nutzen unsere Smartphones zur Navigation. Das heißt, schnelle, sichere und hochbandbreitige Datenverbindungen sind ganz wichtig. Vielleicht, Jens Schulte-Bockum, ein paar Worte, was passiert mit LTE in Berlin, bevor wir dann zu den benutzerfreundlichen Geräten kommen, die der Regierende immer gerne hat. Ja, also LTE ist ja unser Datenturbo für die Zukunft. Wir haben gestern angekündigt, dass wir so schnell wie möglich mit dieser neuen Technologie auf bundesweite Flächendeckung gehen wollen. Regulatorisch waren wir dazu aufgefordert, zunächst die weißen Flächen auszubauen. Das haben wir jetzt fast überall geschafft. Interessanterweise bedeutet das auch, dass also die Abdeckung in Berlin eher von den Randbereichen her kommt, aber wir schrecken jetzt natürlich auf die urbanen Zentren um und da ist Berlin ganz vorne bei uns auf der Liste. Hier sind also einige unserer Endgeräte versehen und ich glaube, was wichtig ist, wir haben ja gestern hier in Ihrer Rede betont, wenn die Bedienung dann einfach ist, dann ist das auch ganz nett. Unsere letzte Gerätegeneration, die zeigt also hier beispielsweise die Signalstärke an. Nicht ganz unwichtig, wenn man ein über Radiotechnologie betriebenes Gerät hat, dann kann man das im Haus auch da ausrichten, beispielsweise näher am Fenster, wo die Feldstärke am höchsten ist. Das ist jetzt also eine Innovation und Sie sehen eben hier Geräte, die klein sind, schick sind und die dann eben das Internet auch ins Haus bringen. Aber natürlich, LTE-Technologie steht auch fürs mobile Internet mit den entsprechenden Endgeräten. Hier sind Beispiele, Sie können mobile Endgeräte mitnehmen und dann auch zwischen Datscha und Ostseestrand im mobilen Internet-Einsatz bleiben. Sie haben also Ihr DSL-to-go sozusagen immer mit dabei. Ich wollte Sie auch noch ein bisschen um persönliche Unterstützung bitten, weil wir ja, um unsere Basisstationen anzubauen, sehr viel Richtfunktechnologie einsetzen. Ich habe da mal von unseren technischen Kollegen ein Bild bekommen, wie das in Berlin aussieht. Also Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Richtfunkverkehr hier schon ist. Wir arbeiten da sehr stark mit der Bundesnetzagentur zusammen und jede Hilfe, das zu beschleunigen, wäre toll, denn je schneller wir die Richtfunkanbindung genehmigt bekommen für die Standorte, desto schneller können unsere Kunden und eben auch die Berliner davon profitieren. Ja, wenn Sie Fragen haben, hier ist also auch noch ein Fachkollege, der Herr Hoffmann, der da noch viel auskunftsfähiger ist, als ich das sein kann. Aber das ist natürlich für uns ein großes Thema, Kundenerlebnis, LTE, Datengeschwindigkeiten, die Sie bundesweit dann in 2 bis 3 Jahren erleben können, egal wo man ist, mindestens 1 Megabit Schnelligkeit und üblicherweise 5 bis 10, also das, was man also realistisch erwarten kann, sehr vergleichbar mit dem, was der DSL-Anschluss zu Hause hat. Wie wirkt sich das auf den Preis aus? Wie wirkt sich das auf den Preis für die Kunden aus? Also wir sind mit sehr, ich glaube, spitz bepreisten Angeboten draußen. Wir haben Sonderaktionen jetzt auch laufen, also Sie bekommen beispielsweise LTE als Festnetzprodukt auch schon mit Voice-Telefonie reingebündelt, also mit einem komplettes Festpaket, ich glaube bei 35 Euro sind wir da, 34,95. Und im mobilen Einsatz kostet im Moment LTE auf unsere normalen Tarife einen Zuschlag von 10 Euro. Wir werden aber da auch mit einer Sonderaktion jetzt starten. Und zwar bieten wir vor dem Hintergrund, dass wir noch im Ausbau sind, unseren Kunden das Incentive an. Sie können ein Jahr auch mit zusätzlicher Datenmengen mobiles LTE ausprobieren, zahlen dafür einmalig 49 Euro und erst nach einem Jahr gehen Sie dann also in den Regeltarif über. Können das auch mal abbestellen, wenn es Ihnen dann nicht gefallen sollte. Da geht man natürlich davon aus, dass man nach einem Jahr dann wirklich überzeugt ist. Also ein Einsteigerangebot, ganz neu hier auch für unsere Fachhändler bereitgestellt auf der IFA. Es ist natürlich wichtig, dass man hier einen schönen kommerziellen Aufschlag hat, denn für uns ist das natürlich auch eine Orderliste. Ja, na, dann toi, 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 vor allem bei der Genehmigungsfrage. Wir wollen natürlich, dass in Berlin ganz, ganz schnell ist bei den Genehmigungen und natürlich dann bei der Datenübertragung. Viel Erfolg. Ja, jetzt habe ich noch einen kleinen Anschlag vor. Wir haben nämlich eine Demo-Installation
wo wir anhand in so einer Fotobox da drüben anhand der Luftgeschwindigkeit mal demonstrieren, was das heißt, wenn man LTE ausgesetzt wird. Das gibt schöne Fotos, das machen wir jetzt mal. So, jetzt müssen Sie erklären, was passiert. Hallo. Nach rechts mal zeigen.